Power BI Leistungsanalyse. Das Erstellen von Berichten im Power BI ist das eine. Das Finden und Beheben von Fehlern sowie Optimierungen von Berichten ist das andere und mitunter auch schwierigere. Aus diesem Grund stelle ich die Leistungsanalyse von Power BI vor und freue mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Viele von euch kennen möglicherweise folgende Situation sehr, sehr gut. Und zwar, dass Endanwender vermehrt berichten, dass ein bestimmter Power BI-Bericht sehr langsam beim Öffnen ist und man umgehend eine Lösung und Behebung des Problems durchführen soll. Aus der Sicht des Berichtserstellers ist das kein einfaches Unterfangen. Und zwar, wie lässt sich die Ursache in dieser kurzen Zeit identifizieren. Im Grunde kann man es in drei Bereiche zuordnen. Einerseits kann es an der Datenaktualisierung begründet sein oder an Modellberechnungen oder zu guter Letzt auch im Visualisierungs- und im Rendering-Bereich. Um als Berichtsersteller die Ursache schnell zu finden und sich nicht mit vielen Tools herumschlagen zu müssen, sollte als erstes die Power BI Leistungsanalyse ausgeführt werden. Auf diese Weise kann detailliert gemessen werden, welche Grafiken langsam sind, wie viel Zeit für das Ausführen von DAX aufgewendet wird und wie viel Zeit für das Rendern dieser Grafiken aufgewendet wird. Darüber hinaus kann mit diesem Werkzeug der DAX-Code, welcher im Hintergrund ausgeführt wird, angezeigt werden. Ich habe dazu im Power BI Desktop ein Beispiel vorbereitet. In diesem Beispiel habe ich zwei Visualisierungen dargestellt, einmal eine Matrix-Visualisierung und einmal ein Säulendiagramm. Um nun die Power BI Leistungsanalyse anzuwenden, müssen wir diese zunächst einblenden. Dazu wählen wir im Menü Anzeige und wählen im Bereich Anzeigen mit einem Klick die Leistungsanalyse. Dieses wird uns zwischen dem Filter und dem Visualisierungsbereich aufgeklappt. Nun, wie hier bereits vorgeschlagen wird, kann ich nun eine Aufzeichnung starten und wähle als nächsten Schritt alle Visualisierungen aktualisieren aus und kann anschließend auf Beenden die Aufzeichnung abschließen. Nun erhalte ich in diesem Fenster eine Aufzeichnung für jede dieser Visualisierungen, einmal die Matrix-Visualisierung und einmal das Säulendiagramm. In der zweiten Spalte sehen wir, dass das Säulendiagramm 475 Millisekunden benötigt, um die Daten darzustellen. Etwas die Hälfte benötigt die Matrix-Visualisierung. Jetzt bietet die Leistungsanalyse auch noch mehr Details, wenn ich auf die einzelnen Plus der einzelnen Visualisierungen klicke. Ich sehe nun einen Bereich für die DAX-Abfrage und die benötigte Zeit, sowie auch für die Visualisierungsanzeige und sonstiges. Zusätzlich kann ich auch die Abfrage kopieren und in dieser Textdatei beispielsweise mir näher ansehen. Ich kann auch die Leistungsaufzeichnung in einer JSON-Datei hier im Menü exportieren. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir bitte einfach einen Kommentar. Tschüss, bis bald.